Hallo, herzlich willkommen beim Queer Talk von 1001 Plateau. Das ist der 1001 Plateau e.V. ist eine Organisation für geschlechtliche Vielfalt, stationiert im Ruhrgebiet in Duisburg. Wir machen Veranstaltungen in Duisburg, in Düsseldorf und auch ein bisschen um Umgebung. Jetzt am nächsten Wochenende eine eigene Pride-Veranstaltung auf dem Rhein. Genau, ich bin Xenia Hendriksen oder als Künstlerinnenname Xenia Ende. Ich mache diesen Queer Talk und ja, haben wir schon viele schöne, entspannende Diskussionen hier gehabt. Und heute haben wir Jeja Klein eingeladen. Und Jeja habe ich deswegen eingeladen, weil ich nicht nur, weil Jeja über, sage ich mal, journalistisch eine große Bandbreite von Themen rund um das Thema Queer, Trans, LGBTQ-Rechte behandelt und unter anderem bei queer.de schreibt, eine Kolumne hat, beim Neuen Deutschland, bei der Analyse und Kritik Sachen erschienen sind, also Artikel, die ich auch immer gerne gelesen habe. Und was mich besonders auch freut an Jejas Zugang ist, dass da die Kontroverse nicht gescheut wird, sondern auch mal versucht wird, ein bisschen aufzurütteln, die Gewissheiten, in denen wir teilweise sind in dieser, sage ich mal, in dieser Szene oder Bubble oder wie man es manchmal auch nennen will. Genau, deswegen freue ich mich super doll, dass du da bist, Jeja. Und ja, und ihr auch. Ich sag mal so. Ja, wir haben vorher auch schon kurz gesprochen. Möchtest du das kurz ergänzen, Jeja, oder warst du mit meiner Einleitung zufrieden? Zufrieden mit deiner Anleitung. Vielen, vielen Dank für die tollen Komplimente für meine Arbeit. Vielleicht ja eine Ergänzung, vielleicht noch auch für das Thema des heutigen Abends, ist ja vielleicht mein feministischer Ansatz, den ich darin, oder mein radikal feministischer Ansatz, den ich darin habe. Und wir werden ja heute über genau kontroversere Themen sprechen. Ihr habt es in der Ankündigung gesehen. Genau, das passiert bei mir aus besagter feministischer Perspektive. Ja, da kommen wir ja gleich hin. Genau, wir haben, wie schon gesagt, haben wir vorher kurz gesprochen und nach einem Gesprächseinstieg geguckt. Und ich bin, genau, das hatte ich auch gerade schon gesagt, ich bin insbesondere, genau, wir haben in der Ankündigung sind ja ein paar Themen drin. Aber der Aspekt, mit dem ich, glaube ich, gerne das Gespräch anfangen wollte, ist eben diese Spannung zwischen sich identifizieren und identifiziert werden. Also, wenn ihr die Ankündigung gelesen habt, da geht es ja eben darum, ne, ob sich als nicht-binäre Person trotzdem zum Beispiel als Frau gelesen zu werden oder jetzt, genau, für mich eben auch, ne, als eine trans-weibliche Person letztlich nicht-binär oder so gelesen zu werden oder als zum Beispiel auch als schwuler Mann gelesen zu werden. Also ich habe ganz unterschiedliche Leseerfahrungen. Das habe ich hier in diesem Foren auch schon häufiger erwähnt, dass ich, sage ich mal, eher den Eindruck habe, ich unterliege einer sehr pauschalen Geschlechtsdevianz-Diskriminierung als wirklich einer spezifischen. Und ja, merke halt, dass mich diese ja, Spannung herausfordert, sowohl einerseits eben gedanklich, eben in der Frage, was heißt es eigentlich, sich zu identifizieren und identifiziert zu werden, als eben auch psychologisch, wie gehe ich, also genau, wie reagiere ich da eigentlich drauf, sozusagen? Und ja, ich hoffe, ich habe da sozusagen auch ganz persönlich deswegen Interesse an diesem Gespräch, um auch vielleicht in der Frage ein bisschen weiter zu kommen. Und ja, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du diesen Widerspruch für dich sortierst und was das für dich bedeutet. Na, wenn ich mir die politische Kultur anschaue, die wir ja zusammen als queere Bewegung oder auch als Transbewegung herstellen und miteinander aushandeln, sind mir viel so Aspekte von einer Gruppenaufsprache, also in der Sprache soll immer also die Identität von Personen geachtet werden. Ist ja auch richtig.
Wir haben viel so, das Wort Selbstbestimmung ist im Diskurs zuletzt sehr häufig genannt, natürlich insbesondere auch von dem Aufgrund des Selbstbestimmungsgesetzes, aber ja nicht nur. Also das Schlagwort Selbstbestimmung stammt ja tatsächlich aus der Bewegung. Aber gleichzeitig, glaube ich, gibt es eigentlich so eine ziemlich große Unklarheit darüber, was Selbstbestimmung in diesem Kontext eigentlich heißen kann. Ne? Und wenn wir von sich identifizieren sprechen und identifiziert werden sprechen, dann ist natürlich bei dem Thema identifiziert werden ganz klar, da ist mit Selbstbestimmung nicht so viel zu machen. Ja? Das machen die anderen Menschen und die machen das anhand von Gefühlen, anhand von Kategorien unserer Gesellschaft, auf die ich erstmal relativ wenig Zugriff habe. Aber auch der andere Aspekt des Sich-Identifizierens ist mit so einem Wert wie Selbstbestimmung meiner Meinung nach gar nicht so doll vereinbar, wie wir das teilweise manchmal kommunizieren. Also da gibt es natürlich so missglückte Presseformulierungen, jetzt mit Grund des Selbstbestimmungsgesetzes, wo dann gesagt wird, ja, die Betroffenen wollen ihr Geschlecht selber definieren oder die wollen ihr Geschlecht selbst bestimmen. Oder bei diesem Gesetz ginge es darum, dass das Geschlecht jetzt endlich von den Menschen selbst bestimmt wird. Und das ist ja gar nicht der Fall. Das ist ja ein ganz, ganz fürchterliches Missverständnis. Ich nehme mal an, auch ein politisch interessiertes Missverständnis. Weil das sich identifizieren ja eine ganz unfreiwillige Geschichte, also ganz im Gegenteil, das ist ja gerade nicht etwas, das im Reich der Freiheit sich abspielt, sondern das sind ja sehr, sehr intime, sehr tief liegende Gefühle, sehr in unsere Kleinstkindheit zurückgehende Gefühle letztlich wahrscheinlich, über die wir so als Subjekte ja gar keine Verfügung haben. Und da vermisse ich einfach in unserer eigenen politischen Kommunikation so einen Austausch und so eine Sensibilität und ja auch eine Zärtlichkeit für all die Dinge, über die wir gerade nicht verfügen können. Ja? Das heißt, sich identifizieren auch nicht so viel mit Selbstbestimmung zu tun hat letztendlich, ja. Sondern Selbstbestimmung ist etwas, was wir von einem medizinischen System verlangen, von dem wir abhängig sind. Was im Übrigen uns in dasselbe so Boot setzt mit der gesamten feministischen Bewegung, die auch vom medizinischen System verlangen, selbstbestimmt über Maßnahmen entscheiden zu dürfen. Also da fängt das eigentlich an, wo wir sozusagen frei sind, als Subjekte zu wählen. Will ich dieses oder will ich jenes? Ja? Möchte ich eine Abtreibung vornehmen oder möchte ich ein Kind gebären? Ja? Ich glaube, da können wir von Selbstbestimmung reden. Und das wäre auch wichtig, hochzuhalten. Aber diese anderen Felder, die interessieren mich nun mal auch, die Felder, wo wir nicht selbst bestimmen können, wo wir nicht darüber befinden können, wie andere Menschen meinen Körper wahrnehmen, ob sie ihn als männlich oder weiblich einordnen, unabhängig davon, wie wir uns identifizieren oder vielleicht vom Staat anerkannt sind. Das sind so, das wäre so der Impuls, den ich reinbringe oder den ich gerne reinbringen möchte in die Diskussion, die momentan einfach sehr, sehr polarisiert und aufgehitzt ist, natürlich durch diese schreckliche Hängepartiesituation, die wir ja seit einigen Jahren, aber jetzt zugespitzt seit einigen Monaten ja haben, wegen des Reformvorhabens, das so wichtig ist. Ich versuche das mal einmal, ja, ich sag mal, wie ich das für mich, also was ich sozusagen, wo ich da anknüpfen kann, ist der, also für mich genau sind die Kategorien, in denen ich mich identifizieren kann, erstmal Kategorien, die mir von außen vorgegeben wurden. Ja. Also dementsprechend, genau, ob ich mich als männlich, weiblich oder weder noch identifiziere, hantiere ich mit Kategorien, auf die ich letztlich keinen Zugriff habe, so, sondern die sind gesellschaftlich bestimmt und die sind institutionell bestimmt und normiert. Und genau, insofern, ich sag mal, an vielen Stellen versuchen es dann ja manche mit so einem Hannah Arendt-Zitat, sozusagen, ich verteidige mich als das ich identifiziert werde. Ja. Naja, das ist auf jeden Fall eine Ebene. Auf der anderen
Ebene, genau, ist trotzdem, wie du, also wenn du das auf eben frühkindliche Momente auch eben, also das trifft in meinem Fall auf jeden Fall auch zu, dass ich das als eine, also dieses fehlidentifiziert sein mit dem Geschlecht als eine sehr, sehr frühe Erfahrung erinnere, also als etwas, was mich sozusagen, ja, wir aus meiner eigenen genitalen Ausstattung heraus in ein Geschlecht eben zwingt und damit auch zu gewissen Beziehungsweisen zu Menschen zwingt. Also wie beziehe ich mich auf meine Mutter, wie beziehe ich mich eben erstmal Kernfamilie in meinem Fall, dann weiter auch in Kindergarten, Schule und so weiter. Also ständig da mit dieser Fehlzuordnung zu arbeiten, um dann in dem Moment, wo ich mir selber sozusagen, und da genau kommt natürlich für mich schon ein Moment, wo ich zumindest in einer emphatischen Weise schon irgendwie Selbstbestimmung fühle, wo ich dann selber sagen kann, nein, das ist nicht das, auf das ich beschränkt bin. Sozusagen, ich bestimme für mich, dass ich mich aus diesem, sage ich mal, Binaritäts-Zurichtungsgefängnis löse. Und da setzt dann, ja, und das ist eben ein ganz wichtiger Teil, glaube ich, wenn wir über Geschlecht reden, dann setzt eben auch eine, ja, dann brechen Sachen auf. Also dann brechen Traumata auf, dann brechen, ja, Erfahrungen irgendwie auf, eine Geschichte, die sich irgendwie neu erzählt, was dann ja viele so als wie so eine zweite Pubertät oder so auch beschreiben in dem Moment. Mhm. Ja, und ich sag mal, genau, ich bin, glaube ich, relativ, wie soll ich sagen, relativ frisch da gerade so raus. Und ich glaube, deswegen, kann ich das einerseits sehen, genau, das sind irgendwie Kategorien, die außerhalb sind, aber andererseits merke ich eben auch, wie eigentlich mein Körper doch in diesen Kategorien geformt ist und wie sehr dann eben ein Aufbrechen von so einer Geschlechtszugewiesenheit, ja, sag ich mal, einen unbewussten oder nicht rationalisierbaren Prozess entfaltet, indem ich eben auch, ja, sag ich mal, ich brauche dann Anerkennung, Verständnis, Zugewandtheit, Leute, die sozusagen auch meinen Prozess irgendwie akzeptieren, so. Und genau, auf der staatlichen Ebene, sage ich mal, wenn es um Gesetze geht, finde ich auch eher, also ich hatte gestern noch eben auf der, ich glaube auch auf der Trans Pride hat jemand diesen Witz gemacht, dass man in Deutschland selbst für Selbstbestimmung noch ein Gesetz braucht. Also was irgendwie widersprüchlich ist. Ja, so. Ja. Du sagst gerade, du sprachst gerade von den Kategorien, ne? Mhm. in die man hinein sozialisiert wird, oder in dem, die man als Kind ja erlebt. Aber dieses Erleben, das wir als Kleinkinder haben, ist ja schon mal was, was ja Präverbales, ne? Wenn wir uns daran, wenn wir uns die Zeit anschauen, wo wir wo Menschen noch gar nicht darüber noch gar nicht sprechen können und noch gar nicht das verbal ausdrücken können, sich selber gar nicht zuordnen können oder Kategorien als Kategorien irgendwie wahrnehmen können, sondern da ist ja ein Strom von präverbalen Erfahrungen, existenziellen Erfahrungen, bedrohlichen Erfahrungen auch bei Kleinkindern. Also das ist mir so sehr wichtig, wenn wir sozusagen, ne, so was wie Kategorien ist ja eine sehr soziologische Sprache, die ist, glaube ich, relevant für, wenn wir über Institutionen sprechen. Und wenn wir über Individuen sprechen, ist mir sehr wichtig, eben diesen anderen Aspekt, also diesen ganzen, all die Dinge, die sprachlich gar nicht abbildbar sind, mit im Kopf zu haben. Und ich würde sagen, dass du hast es gerade erzählt in Bezug auf deine Sozialisation als Kind. Und ich glaube, das gilt ja natürlich für viele Menschen. Die eigene geschlechtliche Zugehörigkeit bei transgeschlechtlichen Kindern wird ja auch nicht nur rein verbal formuliert. Ja? Sondern sie formuliert sich ja oder sie zeigt sich ja durch Handlungen, durch die Dinge, zu denen ich mich zugezogen fühle, zu denen ich mich intuitiv zugehörig fühle, bei denen ich mich wohlfühle. Das sind ja alles Sachen, die stattfinden zu einem Zeitpunkt, wo Menschen das gar nicht verbalisieren können, das gar nicht sagen können, ich bin aber ein Mädchen oder ich bin aber ein Junge oder so. Ne? Also dieser Aspekt ist mir sehr wichtig. Und
Und das spielt sich aber ab bei uns allen Menschen, und zwar ganz unabhängig davon, ob wir cisgeschlechtlich oder transgeschlechtlich sind. Weil wir ja in einer patriarchalen Gesellschaft leben, die uns ja auf Identität trimmt. Ja, die haben wir nicht von Geburt an oder von diesem Moment an, wo das Passgeschlecht eingetragen wird nach dem Blick auf die Genitalien, ja, fremdbestimmt. Sondern wir alle bringen ja Eigenschaften mit uns, charakterliche Eigenschaften mit uns, menschliche Eigenschaften, und geraten dann in gesellschaftliche Konflikte, in Konflikte mit unseren Geschlechtsrollen, wie wir zu sein haben. Und das ist ja was, etwas, das ja, ja höchst schwierig und höchst schmerzhaft für alle Menschen ist. Das ist mir auch wichtig zu betonen, ja, das ist für alle, also sozusagen die Anpassung an unser Geschlechtersystem, das ist etwas, was für alle Menschen höchst schwierig ist. Du hast gerade davon erzählt, dass du dich daran erinnerst, du hast Erinnerungen daran an diese Zeit, ne? Ich glaube, die Tatsache, dass für die allermeisten Menschen gilt, dass sie das gerade nicht mehr erinnern können, da gibt es ja auch psychologische Forschung zu, ist vielleicht ein Hinweis darauf, wie schmerzhaft es eigentlich ist, und zwar für alle Menschen. In dieses System, das zwei Geschlechter vorsieht und diesen zwei Geschlechtern erstens bestimmte Eigenschaften zuordnet und zweitens diese hierarchisch aneinander anordnet, dass alle Menschen da angepasst werden müssen. Ne? Und das heißt, dass Eigenschaften, um jetzt mal auf dein Beispiel zurückzukommen, wenn ich als Kind schon wähle bestimmte Sachen, die mir Spaß machen, also bleibe ich Stereotyp irgendwie so, andere Mädchen in der Kita spielen mit Puppen und ich wähle das auch als Spiel. Und das hagelt dann aber soziale Konsequenzen, weil andere Kinder sagen, aber du bist aber ein Junge. Ja? Das sind ja schon Erfahrungen, das sind ja schon ganz, ganz handfeste Konsequenzen, die Kinder ja schon von früh auf haben und nicht erst transgeschlechtliche Personen, die vielleicht in einer späteren Zeit in ihrem Leben eine Transition machen und dann Konsequenzen erfahren. Und das ist was Gewaltsames, was ziemlich Gewaltsames, was wir alle erfahren. Und was Männer sind im Patriarchat darauf angewiesen, alles Weibliche aus sich heraus auszuradieren. Und wenn sie das nicht schaffen, radieren andere es für einen aus ihnen heraus. Ja? Mädchen haben das in unserer heutigen Epoche des Patriarchats zum Glück das Privileg, ein bisschen vieldeutiger sein zu können. Aber das ist natürlich bei Jungs und bei Männern nicht so der Fall. Ne? Da ist noch eine viel stärkere Eindeutigkeit, die da gefordert wird und auf die getrimmt wird und die gewaltsam eingefordert wird. Also das hat in letzter Konsequenz ja auch psychische und körperliche Konsequenzen, wenn man sich dem nicht fügt. Ja, also das, ja, es ist dieses zweischneidige Schwert, dass die, also genau, in dieser Herrschaftsbeziehung einerseits, genau, dass in dem Fall die Patriarchat sozusagen hierarchisch oben stehende Position des Männlichen dann eben noch eindeutiger zu sein hat als, sag ich mal, da, wo man sich eben auch, die Kämpfe sind ja eben auch ganz anders strukturiert, aus einer Unterdrückung heraus Emanzipation zu erkämpfen, wie es jetzt in der Frauenbewegung geschehen ist oder auch in der schwulen Lesben LGBT-Bewegung oder aus einem Privileg heraus, wie soll ich sagen, also die daraus emanzipatorisch zu handeln, finde ich eine große Kopfnuss, sage ich mal, ist eine große gedankliche Schwierigkeit, weil letztlich genau das Privileg ja unmarkiert in einem erscheint, also nicht sprachlich erfassbar und wie du sagst, eben in den psychologischen, körperlichen Effekten dann eben für die privilegierte Person eben gar nicht mehr wahrnehmbar ist und somit eben auch kein, sage ich mal, widerständischer Umgang in dem Sinne, also was ja eben auch oft etwas gerade für, wenn man pubertiert oder sich auflehnen will, ja etwas ist, was einen, sage ich mal, auch antreiben kann, zu sagen, jetzt, da kann ich gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse aufbegehren, aber das ist aus der männlichen Position heraus, endet das eben, ja, darüber hast du ja auch an verschiedenen Stellen geschrieben, in diesen, ja, in so, sage ich mal, Loopings, in denen man letztlich doch wieder die Männlichkeit bestärkt, weil es dann doch, ich sag mal, weil es dieses radikal andere gibt, auf das es dann irgendwie keinen Zugang
gibt und was auch irgendwie nicht mitgedacht werden kann. In meiner frühen Phase der Auseinandersetzung mit meiner eigenen Transness kam ich dann eben auch schnell auf diese Frage, genau, wie weit ist es eben für Männer in dem Sinne überhaupt sinnvoll, sich sozusagen mit ihrem zugewiesenen Geschlecht überhaupt auf diese Weise reflektierend auseinanderzusetzen, und muss nicht letztlich ein Bruch erstmal mit dem Geschlecht erzielt werden? Und dann immer wieder zu merken, auch in meinem Umgang jetzt mit Cis-Frauen zu sehen, eben oft feministische Cis-Frauen, die diese Erfahrung aufgrund des schlecht behandelt Werdens in dieser Gesellschaft eben doch sehr früh auch gemacht haben und auch historisch eine Reflexion darüber da ist, wie gehe ich mit den Zumutungen von sozusagen stereotyper Weiblichkeit um? Das ist bei Männlichkeit aber, ja, sage ich mal, wie wir an der organisierten, nicht organisierten männlichkeitskritischen oder Szene sehen, sehr, ja, noch, ja, läuft meistens eher schief, sage ich jetzt mal. Und aber vielleicht einmal, um zu fragen, wie du siehst dich ja, also genau, du sagst, du siehst dich als nicht-binäre Person. Wie siehst du das genau in der Gesellschaft, die eigentlich, ne, zwei Geschlechter vorgegeben hat und jetzt vielleicht nochmal ein Diverskreuzchen? Siehst du zum Beispiel dich in diesem Diverskreuzchen irgendwie mitgemeint? Oder, also nur mal eine, es ist ein bisschen eine reine Neugierfrage, als dass ich, genau, wie du das intellektuell oder gedanklich formierst sozusagen. Was bedeutet für dich Nicht-Binarität? Ich habe tatsächlich diesen Wisch, den man braucht, um den Geschlechtsantrag divers zu bekommen in der gegenwärtigen Rechtssituation, also dieses ärztliche Attest über das Vorliegen einer geschlechtlichen Variante. Mhm. Die Formulierung ist gerade ein bisschen anders, mir fällt sie gerade nicht mehr ein. Habe ich seit geraumer Zeit tatsächlich hier liegen. Und ich habe es bisher nicht gemacht, weil meine ersten Versuche, das zu bekommen, bei ÄrztInnen erstmal sehr, sehr gewalttätig waren, also so mit Rausschmiss tatsächlich geendet sind, mit einer Verweigerung und mit Müll zugetextet werden, der beleidigend ist und verletzend ist. Und letztendlich habe ich auch einfach gegenwärtig Angst noch davor, diesen Geschlechtsmarker zu wählen, weil das für mich ganz viele Konsequenzen hat, insbesondere im Gesundheitssystem eben die Konsequenzen hat. Aber denken wir auch an Reisen zum Beispiel, ja. Denken wir an Quotenregelungen bei bestimmten politischen Bühnen oder so, ja. Aber auch was Intimeres eher. Ich habe das Gefühl, also mir sind öffentliche Anerkennungsformen wichtig. Ich finde wichtig, dass es das gibt und gut, dass es das gibt. Und wir sollten uns das erkämpfen. Ich habe aber das Gefühl auch, es ist schwierig, dann zurückzukommen auf die Realität, dass ich natürlich in dieser Gesellschaft als Frau behandelt und eingeordnet und angesprochen werde. Das kriege ich ja in den meisten Fällen ist es so, nicht immer bei mir, aber in den meisten Fällen ist es so und ich kriege das mit. Und ich finde es schwierig, mir diesen Geschlechtsantrag divers zu holen und dann meinen Namen offiziell auch zu ändern und mich dann aber nicht zu verteidigen oder das nicht zu beanspruchen, weil da habe ich zu große Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen auch so. Aber im Alltag, an der Supermarktkasse, beim Arzthelfer oder so, die Menschen immer wieder zu korrigieren und zu sagen, nee, das ist aber nicht Frau sowieso, sondern ich bin sowieso, und dann mit den Menschen so eine Grundsatzdebatte darüber zu haben, ob das überhaupt möglich ist oder wie man dann überhaupt reden soll oder ob ich sie jetzt auch umerziehen möchte, das fürchte ich auf jeden Fall gegenwärtig noch zu sehr. Insofern, und dann hat man ja immer dieses Selbstbestimmungsgesetz vor der Nase in den letzten Wochen und Monaten und es wird einem immer wieder weiter weggezogen. Also das ist noch ein Prozess bei mir. Ganz individuell. Ja. Ja, das, also ich bin auch gerade in Bezug auf Reisen sehr gespannt,
was das dann macht, wenn ich diesen Eintrag ändere. Hier kommt ein Beitrag aus dem Chat. Wenn gewünscht, kann ich dazu meine Perspektive einbringen. Divers seit 4.1.2019 und kürzlich eine Woche Klinikaufenthalt in der Augenklinik. Ja, gerne. Also ich gerne, bring das gern ein. Hallo, hi. Hallo, du musst noch dein Mikro, glaube ich. Ich höre dich noch nicht. Hören dich noch nicht? Nee, wir hören dich leider jetzt nicht. Doch. Ja? Test, Test, Test. Ah. Ja, jetzt. Dreh den noch ein bisschen hoch. Gut. Mhm. Ja, gut. Ich habe auch mal kurz mein Video eingeschaltet dazu. Ich habe zum größtmöglichen Zeitpunkt, weil für mich sozusagen natürlich das eine Kategorie, aber für mich du bist leider nicht zu verstehen, es bricht immer wieder ab. Ja. Also mitten im Satz. Gut, ich vielleicht dann das zurückstellt und versuchen, das Mikro anzuschließen. Okay. Ja. Vielleicht magst du was dazu tippen du, Xenia, liest es gleich vor oder ja. Du bleiben. Genau, oder wenn du ein anderes Mikro hast, dann kannst du es auch gleich nochmal einbringen. Also, aber ich lese auch alles gern vor. Ja. Wir kommen vielleicht in unser Gespräch zurück und dann gibt es vielleicht gleich nochmal die Möglichkeit. Ja, vielleicht, es gibt vielleicht auch noch andere hier, die vielleicht zu dieser Frage was beizutragen haben. Gibt es vielleicht also zum Thema genau, nicht Binarität hier. Ich weiß ja, manch eins da auch dabei. Also ich kann auch mal meine spekulative, ist vielleicht auch ein bisschen kontrovers, meine Perspektive darauf eingeben, weil letztlich, genau, habe ich, also mein Zugang zu Geschlecht grundsätzlich, bevor ich diese intensive Trans-Erfahrung gemacht habe, habe ich mich als queer gesehen und als genderfluid, also als Person, die eigentlich, genau, was weiß ich schon? Also so war auch, also genau, ihr behandelt mich als Mann, ich kann da eh nichts mit anfangen, was weiß ich schon? Und was ich sozusagen, und da glaube ich, überschneidet sich auch ein bisschen mit Jeas Perspektive, ich sehe auch, dass ich letztlich, lebe ja in Essen, ne, das ist jetzt keine riesige Metropole, wo ich davon ausgehen kann, ne, überall sind die Queerdos und sehen mich genauso, wie ich das möchte, sondern genau, ich werd eigentlich irgendwie als effeminierter Mann definiert und ständig darauf angesprochen und ständig gefragt, bist du ein Mann oder eine Frau? Und ich sag mal, für mich, wenn ich sozusagen auf einer gesellschaftlichen Ebene über Geschlecht spreche, dann würde ich immer vorneweg sagen, ja, ich bin eine Frau. Weil wenn ihr mich als Mann identifiziert, kommen wir hier nirgendwo an. Das macht keinen Sinn, psychologisch, inhaltlich, da kommen wir nirgendwo hin. Und das löst auch in den Menschen, auch mit dieser klaren Namensänderung in weiblichen Vornamen, eine klare Irritation aus. Und ehrlich gesagt ist mir die auch wichtig, weil ich möchte, dass die Leute verstehen, genau das, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, ach, ich bin so frei, ich kann sein, wer ich will, sondern ich möchte markieren, dass ich eine traumatische Erfahrung mit Geschlechtsbinarität habe und diese verarbeiten muss und weiterhin werde. So. Und dementsprechend bin ich sozusagen auf einer gesellschaftlichen Ebene eine Transfrau und auf einer, sag ich mal, in einer, wenn ich da bin, wo Menschen, sag ich mal, sich von dem naturalisierten Charakter von Geschlecht verabschiedet haben, dann, sage ich mal, bin ich sehr offen dafür, mich in unterschiedlicher Weise zu verstehen und zu lesen und muss leider sagen, dass ich sozusagen merke, wenn ich gerade mit Leuten, die sich damit nicht beschäftige, versuche über ja eben Nicht-Binäres zu reden, noch schneller in so einem Gespräch eben über das hast du dir ja ausgedacht lande, also so ein kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das ist, während ich über dieses Label Frau
auch viel, ja, da entsteht Irritation und Bewegung und auch eine Auseinandersetzung. Ja. Und das ist mir letztlich wichtig so. Und genau, ich sag mal, ja, aber es fällt mir dann eben manchmal schwer zu fragen, genau, in welchem Kontext bin ich eigentlich was? Also genauso ist es eben auch mit der Frage nach der Sozialisation. Ich bin, also die Debatte habe ich auch ausreichend geführt, zu fragen, genau, bin ich denn jetzt nun männlich sozialisiert? Hm. Ja, ich bin männlich kontextualisiert und männlich behandelt. Ob ich sozusagen durch den von mir erfahrenen Bruch mit Männlichkeit, der mir schon relativ früh klar war, dementsprechend eine andere Form von männliche Sozialisation habe als eine Person, die sozusagen auch cisgeschlechtlich sagt, ja, ich nehme das auch an, kann sein, aber trotzdem, genau, sind es für mich, also ich sage mal, alles parallel laufende Geschichten. Also ich bin mit Männlichkeiten aufgewachsen, ich habe die weiterhin, als dass die eben auch zu einem Teil, also ja, wie du auch vorhin schon gesagt hast, die Einhegung in eine Geschlechtsform ist ein Gewaltakt. Insofern, genau, können ja auch Frauen Männlichkeiten haben. Und genauso wie ich immer wieder, wenn ich dann erzähle, wenn mich die Leute fragen, ja, genau, du hast ja, was weiß ich, deine Stimme ist zu tief, du bist ja gar keine Frau, dann sagen mir die aufgeklärten Transpersonen, ja, das ist ja extrem misogyn. Eine Frau kann ja alles sein. Und letztlich, wenn ich jetzt ganz biografisch gucke, bin ich an einem Punkt, wo ich bin ein bisschen im Schulterzuckmodus gelandet, weil ich so ein, also und das ist genau auch der Grund, warum ich mich für diese Ambivalenz zwischen Identifikation und identifiziert werden so interessiere, weil ich letztlich denke, worum geht's hier eigentlich gerade? Sozusagen geht's darum, dass ich respektvoll behandelt werde und ist das nicht, genau, oder geht es darum, einen politischen Kampf zu führen für eine gewisse, ja, auch rechtliche Änderung? Und so ändern sich halt in den Kontexten auch, sage ich mal, die Achsen, in denen ich agiere. So, das ist zumindest mein jetziger Stand. Also, und ich, ja, wie gesagt, mit Männlichkeit sehe ich, also als das sozusagen, wenn ich mich selber zum Beispiel männlich definiere, entsteht bei Menschen der Eindruck, ich sei identisch mit meinem zugewiesenen Geschlecht. Das, was ich als Haupt, also, und das funktioniert, also, nee. Also, das ist wirklich, so geht's nicht. Also, das ist ja bei keinem Menschen so, ne? Hm? Das ist ja bei keinem Menschen so. Ja, richtig. Bei irgendeinem Mann auf dieser Welt so. Das ist ja schon die Fiktion des Patriarchats, ne? Dass es überhaupt möglich wäre, identisch mit dieser Kategorie zu sein. Also, ein Kampf, den ja auch Männer, jeden Tag irgendwie auf irgendeiner Form, auf irgendeine Weise mit sich ausmachen und ausführen müssen. Aber diese Fiktion sollten wir nicht in unseren Emanzipationsbestrebungen wiederholen, würde ich sagen. Und gleichzeitig, du hast gerade auf dieses Problem mit männlicher und weiblicher Sozialisation gesprochen bekommen. Es gibt so eine Stoßrichtung in der transgeschlechtlichen Bewegung, dass dieser Formulierung von weiblich sozialisiert sein auch so eindimensional interpretiert wird, um dann sagen zu können, das ist ja aber bei einer transmännlichen Person kann das ja gar nicht sein, weil dann wäre die Person ja eine Frau. Aber ich glaube, dass wir da nicht weiterkommen. Ich glaube, Sozialisationsprozesse sind sehr vielschichtiger, sehr viel mit spezifischen individuellen Konflikten und Brüchen verbunden und sind nicht dahingehend definiert, welche Geschlechtsidentität denn jetzt sozusagen der Output da am Ende ist, sondern ich glaube schon, dass wir, insbesondere wenn wir auch feministisch in unserer Bewegung, wenn es keine bloße Bewegung für BürgerInnenrechte oder keine bloße liberale Rechtsbewegung sein soll, sondern wenn wir eine Emanzipationsbewegung sein möchten für alle Menschen, dann müssen wir uns diese Seite des Zwangscharakters von Sozialisation auch anschauen. Und dann müssen wir uns auch die Widersprüchlichkeit darin anschauen. Dann müssen wir sehen, dann sind solche Formulierungen wie ich bin weiblich sozialisiert oder ich bin männlich sozialisiert
Dinge, die sich auch transgeschlechtliche Personen, nicht-binäre wie binäre, anschauen sollten und sich miteinander auseinandersetzen sollten. Und ich glaube, viele tun das auch und tun das für sich auch, naja, auch um diesen schmerzhaften Prozess des eingepasst worden Seins irgendwie umzuarbeiten und irgendwie das aufzufangen, dass die eigene Vergangenheit ja auch nicht passt zu einem eigenen Leben. Ne? Es gibt es auch so häufig diese biografischen Formulierungen transgeschlechtlicher Personen, binär transgeschlechtlicher Personen, die sagen, früher habe ich versucht, die ganze Zeit so Frau sein, überzuerfüllen die ganze Zeit, aber eigentlich nur, um von mir wegzulaufen, um von meinen eigenen, den widersprechenden Gefühlen wegzulaufen. Aber das sind ja Erfahrungen, die gemacht worden sind. Ich als Frau-Person oder als sehr weiblich auftretende Person wurden Beziehungen eingegangen, Freundinnenschaften. Das sind konkrete Erfahrungen gemacht worden, konkrete Erfahrungen von, welche Freiheiten stehen mir zu, welche Konsequenzen habe ich für welche bestimmten Verhaltensweisen, was finden andere Leute sexy an mir und was finden sie eher nicht sexy an mir. Ne? Das sind ja so subtile Dinge, wo ich glaube, dass wir als Bewegung nicht weiterkommen, wenn wir nur sagen, wenn wir so versteifen auf dieses, aber ich bin gar nicht männlich sitzend oder aber ich bin gar nicht weiblich sitzend, das kann ja gar nicht sein, ich bin trans. Ich glaube, da sollten wir etwas ehrlicher mit uns sein und diese Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit, die darin liegt, anerkennen. Und dann kommen wir auch, wenn wir das können, kommen wir auch, glaube ich, besser dahin, die Differenzen, die auch in unseren Kreisen existieren, Privilegiendifferenzen, die existieren oder auch problematische Verhaltensweisen, die wir miteinander erleben, dass wir die besser thematisieren können. Ja, wir haben gerade dieses Akronym FLINTER. Momentan ist es so, wie gestalten wir politische Räume? Das ist momentan sehr anerkannt. Alle Räume sind FLINTER-Räume. Frauenräume gibt es sowieso nicht mehr. Das ist, denke ich, auch weitestgehend gut so. Aber ich glaube, zwischen diesen beiden Punkten könnte es noch viel mehr Differenzierung geben, damit Räume passgenauer sind dafür, damit emanzipatorische Erfahrungen darin möglich sind und gemacht werden können. Und das, ja, das würde mich total interessieren, da mehr in das Gespräch zu kommen, über diese Fragen, also einen feministischen Diskurs darüber anzustellen, wie wir mit unseren empowernden Räumen umgehen, wie wir mit unseren Schutzräumen umgehen. Wofür sind diese Schutzräume dann immer jeweils Schutzräume? Ja? Da gibt es Kämpfe drum und ich glaube, die müssen wir führen und die müssen wir vor allen Dingen auch argumentativ und inhaltlich führen. Genau. Und das ist ja leider so furchtbar blockiert gegenwärtig durch diese rechtliche Situation. Also wir können darüber ja kaum sprechen, weil diese rechtliche Situation mit dem Selbstbestimmungsgesetz, das immer noch nicht da ist, ja, und auch mit diesem zweiten Punkt von, dass dieser ganze Aspekt von medizinischer Selbstbestimmung, der mal im Selbstbestimmungsgesetz drin gestanden hat, der ist herausgeschmissen worden durch die Ministerien jetzt kürzlich. Also solange diese beiden Punkte nicht gegeben sind, die Jurist, also die Selbstbestimmung über mein bürokratisches Geschlecht als auch über die medizinischen Aspekte, ist es so schwer, über die Differenzen in unseren Räumen, in den Flinterräumen ins Gespräch zu kommen. Und es brennt mir auf der Seele, das endlich mal tun zu können. Aber es ist schwierig. Momentan müssen wir mehr zusammenhalten, um endlich mal diese Hürden zu nehmen. Das halte ich für für die Priorität momentan politisch. Ja, ich wünschte mir auch, die Kämpfe um rechtliche Gleichstellung wären vorbei und wir könnten über Binnendifferenzen diskutieren. Jetzt gehe ich noch mal einmal, jetzt ist hier der Chatbeitrag gekommen, den lese ich jetzt mal hier vor. In der Praxis werde ich praktisch immer als männlich einsortiert. Die Angabe divers auf dem Patientenbogen, der überall angegebene zweite Vorname Anja, wurde vom gesamten Pflegepersonal durchgehend ignoriert. Ich musste jede Person einzeln bitten, nicht als Herr angeredet zu werden. Mir wurde vorgetragen, ich solle mich weiblicher geben, wenn ich als Frau wahrgenommen werden wollte. Mir wurde also zumindest zugebilligt, mich als Transfrau zu identifizieren, wenn ich mich dem Rollenklischee besser anpasse, was ich aber überhaupt nicht will.
Ich wurde aus einem Einzelzimmer in ein Männerzimmer verlegt, ohne dass das jemals besprochen worden wurde. Also unabhängig von einer Selbstidentifikation, unabhängig davon, wie ich zu dem Eintrag divers gekommen bin. Trans, inter, sonstiges. Das interessiert außerhalb unserer Bubble und der Hater-Bubble überhaupt nicht. Das ist meine Erkenntnis. Das ist eigentlich mein basaler Ansatzpunkt. Ich exponiere die Gesellschaft mir, setze die unwissende Gesellschaft meiner Existenz aus, soweit meine Kraft reicht. Aber gerade in einer Krankenhaussituation stößt man dabei schnell an Grenzen. Es wurde gar gedroht, man würde sich über mich beschweren, weil ich mich dauernd beschwere. Ja, erstmal danke. Das passt, glaube ich, gut in unser Gespräch, dieser Beitrag. Dankeschön. Mhm. Ja, da sehen wir genau das, ne, von wo wir beide, glaube ich, drüber gesprochen haben, wie ist das in den Bubbles und wie ist es dann in rechtlichen Situationen, genau, wo ich zum Beispiel eher von der Polizei kenne oder so, genau, wann wird man dann eben doch in staatlicher Obhut sortiert? Das haben wir ja, also genau, nicht nur beim Thema Trans, eben auch nicht normierte Verwandtschaftsbeziehungen in queeren Zusammenhängen, wo dann eben auch, sobald es im Krankenhaus ist, dann es wäre doch wichtig, dass es formaljuristisch auch anerkannt ist. Und aber ich finde auch gerade diesen Satz, ich exponiere die Gesellschaft, mir setze die unwissende Gesellschaft meine Existenz aus, soweit die Kraft reicht. Das, da kann ich auf jeden Fall, das fühle ich auch sehr stark, ja. Wollen wir darauf noch, willst du da noch was zu sagen oder sollen wir es versuchen, in das Flintergespräch zurückzufinden? Ja. Also ich glaub, das ist total wichtig. Erstmal danke für deine Erfahrung. Und das ist auch ein Wunder, was ich fürchte, wenn ich was mehr geschehen würde, wenn ich aktiver diesen Anspruch formulieren würde, als ja dann irgendwie divers oder wie auch immer wahrgenommen oder angesprochen zu werden. Deswegen ist mich zurückschrecken ließ. Ich glaube, da hängen aber auch so ganz viele andere Dinge dran. Möchtest du gerade sprechen oder you oder? Nee, okay, gut. Da hängen ja auch so, das rechtliche Geschlecht beschreibst du, ist ignoriert worden. Menschen haben sich darauf verlassen, dass man ja sehen kann und entsprechend aufgrund von körperlichen Eigenschaften schon hinreichend darauf schließen kann, wie ein Mensch jetzt behandelt und angesprochen werden muss. Und ich glaube, da ist ja was dran, insofern, als dass wir wissen, dass unsere Gesellschaft so funktioniert. Ja, auch wir transgeschlechtliche Personen wissen das. Und auch Kinder spüren das und Jugendliche spüren das und alle Menschen spüren das. Ja, ich weiß ja, ich habe ja eine Vorstellung davon, wie ich mich spiegle in den Augen der anderen. Und allein das, weil ich das ja schon weiß, ich bin ja zu dieser Reflexion fähig als Mensch, weiß ich auch im Alltag, wo sind meine Spielräume und wo sind meine Grenzen? Wo muss ich mit Widerstand rechnen? Wo muss ich mit Konsequenzen rechnen? Wo muss ich damit rechnen, in meiner körperlichen Sicherheit vielleicht oder andersrum mit meiner körperlichen Sicherheit angetatscht zu werden von anderen, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise gebe, wenn ich mich bestimmte Charaktereigenschaften von mir zeige? Und weil wir im Alltag nun mal irgendwie funktionieren und überleben müssen im kapitalistischen Patriarchat, sorgt das dafür, dass wir können nicht immer den Weg des größten Widerstands gehen, so wie du das gerade formuliert hast, dass was wir ja versuchen, als nicht-binäre Personen zum Beispiel, ja immer wieder zu tun, also den Weg des Widerstands zu gehen und damit auch Anerkennung einzufangen, das können wir ja gar nicht im Alltag. Und so funktioniert ja Sozialisierung nun mal leider, ne? Also so, es ist so viel Lebenszeit, die bei den meisten nicht-binären Personen auch, transgeschlechtlichen Personen auch, innerhalb von diesem Kanal, von diesem eng gesteckten Kanal abläuft. Den Kanal, an dem wir reflexiv ja beteiligt sind, weil wir wissen, wie die anderen uns wahrnehmen. Dass Sozialisierung
unabhängig von der Frage, welche Identität kommt am Ende dabei raus, also was identifiziere ich mich, dass Sozialisierung eben ihre Konsequenzen dafür hat, was für einen Charakter bilde ich aus, wie verhalte ich mich, was für eine Performance lege ich an den Tag, setze ich meine Stimme ein, ja, und all solche Sachen sind vielleicht viel später, auch wenn Menschen das gerne wollten, dann vielleicht gar nicht mehr zugänglich oder nicht mehr so gut zugänglich oder nicht mehr so gut änderbar. Insbesondere, wenn wir keine Selbstbestimmungsrechte über unsere medizinischen Maßnahmen bekommen, mit denen man nochmal Dinge ändern könnte, mit denen man nochmal Passing-Situationen ändern könnte. Und das ist furchtbar, furchtbar ungerecht. Das ist für die Einzelnen total brutal. Und gleichzeitig hat es, glaube ich, Konsequenzen dafür, wie wir miteinander umgehen und was für moralische Regeln wir in unseren Communities implizieren, nicht implizieren, in unseren Communities aufstellen und wie wir die miteinander aushandeln. Das ist mir ja wichtig, dass wir das tun, dass wir das können. Ich gebe zum Beispiel Kampfsporttrainings. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, also im Flinterrand unter anderem, nicht nur, aber im Flinterrand, und wenn ihr euch vorstellt, wenn wir miteinander Kickboxen, dann sind körperliche Eigenschaften vielleicht nicht allzu wichtig für die Fragen. Wenn ihr euch vorstellt, wir machen miteinander Judo oder Ringen, da wird es schon enger, intimer, ja. Wenn ihr euch jetzt noch vorstellt, wir gehen in den Bereich von Bodenkampf, Brazilian Jiu-Jitsu. Also wenn euch das nichts sagt, stellt euch vor, einen Ringkampf, der am Boden ausgetragen wird. Also beide beteiligten Personen liegen am Boden übereinander oder eine Person hat die Beine um die andere Person geschlungen. Da sind das ja sehr intime körperliche Begegnungen. Und dann stellt sich mir halt schon die Frage, wie wir in Flinterräumen solche körperlichen Begegnungen als empowernd gestalten können. Wenn ich so eng mit dem Körper der auch immer ein sexueller Körper ist, von anderen Personen Kontakt habe und Kontakt haben muss in einem solchen Flinterraum, dann ist das durchaus problematisch. Dann können wir sagen, naja, das ist Diskriminierung und die einzelnen Personen sollen sich jetzt mal nicht so anstellen, weil sozusagen die Identitätskategorie ist doch erfüllt, das Identitätskriterium ist doch erfüllt. Ich glaube, so leicht ist es nicht. Ja? Das ist nicht so verfügbar für uns, wie ich mich wohlfühle mit bestimmten Körpern. Ja. Und das verweist aber wiederum auf die Wichtigkeit von diesen medizinischen Aspekten, meiner Meinung nach. Also die Rechte, dieser klassenkämpferische Aspekt, der darin steht, Zugriff auf medizinische Maßnahmen zu bekommen. Ja, vielleicht ein Aspekt, also ich glaube, genau, worauf du ja hinaus willst, ist genau das eben mit, also was ich da auch höre, es hat mehr Aspekte, aber was ich auch höre, ist genau dieser Aspekt, dass der Körper, genau, der jeweilige Körper, wie du sagst, das ist tief eingeschrieben, da sind Erfahrungen mit verbunden, da sind Traumata mit verbunden und so weiter. Und genau, was eine Frage ist oder was mir aufgefallen ist, als ich sozusagen angefangen habe, mich sozusagen auch als Frau in Frauenkontexten zu bewegen, eben auch in klassischen Frauenräumen, bei vielen, was mir vorher auch nicht so klar war, weil diese Gespräche auch anscheinend nicht mit mir geführt wurden. Also ich habe gemerkt, ne, als da plötzlich kommen da andere Themen hoch und was ich eben gemerkt habe, ist, dass die, wie soll ich sagen, dass das Trauma innerhalb der geschlechtlichen Erfahrung bei Cis-Frauen oft, ich sag mal, schon an einem Punkt eingeschrieben ist, dass die Bearbeitung dessen schon gar nicht mehr als möglich erscheint. Also es ist sozusagen, genau, und das, ich hatte es noch neulich mit einer Bekannten, das Gespräch, nämlich auch über, genau, welche, was lösen bei mir bestimmte Körper aus? Und das wird nicht mehr als dynamisch oder dekonstruierbar oder irgendwie empfunden, sondern es ist sozusagen eine klare, die Reaktion ist einfach und klar, zum Beispiel, ich habe Angst vor Penissen. Um das mal zum Beispiel so zu sagen. Das ist etwas, genau, wenn wir mit Bubble und Anti-Bubble da, ne, wie du schon gesagt hast, es ist sehr, sehr unheimlich, das überhaupt in einem, sage ich mal, öffentlichen Diskurs zu thematisieren, als dass eben die Differenzierung absolut fehlt und wir eben, wie du sagst, in sehr groben
versuchen, von Einheitsfronten teilweise versuchen zu arbeiten. Aber genau, mir natürlich sich eben auch genau bei dem Thema, also da, das ist etwas, was ich jetzt eben als, ja, in dem Fall eben als männlich sozialisierte Person in dem Sinne, diese Gewalterfahrungen zum Beispiel habe ich nicht gemacht. Ich habe gerade jetzt im Kontext von Sexualität, also auch wenn ich dissoziative und alle möglichen Erfahrungen gemacht habe, ist jetzt dieses Ausgesetztsein und Angst haben da drin nicht die Geschichte, an der ich jetzt mich, sage ich mal, berufen fühle, die aufzuschlüsseln oder anders erzählen zu können. Aber trotzdem, also dennoch ist, merke ich in der Begegnung, in diesen Gesprächen, dass mich das natürlich trotzdem herausfordert in der Frage, genau, ich sehe ein, dass es so ist, aber die Frage ist, muss das denn jetzt so, also muss das so bleiben? Ist vielleicht zum Beispiel, jetzt ganz persönlich, mich zu erleben, vielleicht auch im Umgang und zu sehen, genau, ich habe auch einen Penis, ich bin auch, wenn ich alles nackt ausziehe, dann würde von außen gesehen, sehe ich doch da eine männliche Physiognomie in einem klassischen Stereotypen-Schema und daran vielleicht genau das zu befragen, was du, glaube ich, ja auch mit meinst, nämlich wo ist denn eigentlich genau das Verhalten, was ich kritisiere? Wo ist genau, wo geht es jetzt nicht um die Identität, die ich bei der anderen Person sehe, sondern wo kann ich das vielleicht ein bisschen spezifischer passen? Was löst in mir diese Abwehr aus? Oder sie, weiß nicht. Also das ist zumindest eine Perspektive, die ich auch im Umgang mit dieser Frage mit Flinterräumen sehe. Genau, ich glaube, du hast es auch ein bisschen analog formuliert. Genau, wie kommt man zu einer spezifischen Kritik von Verhalten statt sozusagen einer identifikatorischen Kritik von Ein- und Ausschluss? Ist das ein Anspruch, den du jetzt an diese in diesem Fall Cis-Frauen in einem Frauenraum stellen würdest? Also sozusagen sollen die zu einer spezifischen Kritik kommen? Wäre das der Anspruch? Meinst du das so? Das ist für mich erstmal eine Frage. Ich finde das eine Frage. Ich sehe mich auch nicht in der Rolle, das wirklich beantworten zu können. Ich merke nur, dass mich das in meinem Wunsch von Emanzipation, was für mich eben auch beinhaltet, sozusagen naturalisierte Traumata und identifikatorische Mechanismen zu versuchen, in Bewegung zu bringen, dass mir das in mir Fragen aufwirft, die Feststellung, immer wenn ich das sehe, immer dann grenze ich mich davon stark ab. Also, und ob das nicht auch Teil feministischer Auseinandersetzung ist, genau das zu befragen. Weil der Sozialcharakter, der zugewiesene Sozialcharakter, das Frausein, das ist ja bei essentialistischen Feministinnen nun ja auch an der Tagesordnung, dass eben auch mit dieser Opferbereitschaft und dieser Fähigkeit zu leiden zu verknüpfen. Und ich sehe in den Erzählungen von sage ich mal, Abwehr von anderen Körpern eine Mischung aus beiden. Ich sehe genau die erfahrungsbezogene Ebene, die ich respektiere und wo ich keineswegs reinquatschen will. Aber ich sehe eben auch die Ebene von, das ist etwas, was mich ausmacht, also darin auch zu bleiben. Und das, ja, wie gesagt, ich bin nicht in der Lage, das zu beantworten, aber es ist etwas, genau, was ich, wenn ich mir eine emanzipatorische Zukunft vorstelle, ich als Perspektive natürlich nicht schön finde, genau, zum Beispiel im konkreten Beispiel zu wissen, was weiß ich, auf einer Flinter-Sex-Party wäre es zum Beispiel problematisch, wenn ich mich ganz nackt ausziehe. Und eben das ist ja, wenn man über Flinter-Räume zum Beispiel redet, eben auch für viele transmännliche Personen entstehen da große Schwierigkeiten sozusagen, immer als das andere sozusagen gesehen zu werden. Und da, also, aber... Ich finde das total, genau, den Widerspruch, den du aufmachst, ist genau der Widerspruch, um den es mir letztendlich geht und den ich so wichtig finde. Und das ist einer, den wir aber nicht moralisch auflösen können. Wir können nicht an die Einzelpersonen immer nur herangehen und sagen, krieg du mal deine diskriminierenden Sichtweisen in den Griff. Ich bin dafür, dass wir als Bewegung zusammenschauen, wie können wir diese Trennung vornehmen, wie du sie auch beschreibst. Ja, wie schaffen wir es? Nicht auf unsere
traumatischen Erfahrungen zu bestehen, sondern also das Verhalten von Menschen und ihre körperlichen Eigenschaften zu trennen. Da bin ich natürlich völlig mit an Bord. Das sollten wir tun. Aber das ist etwas, was die Geschichte, die Bewegungsgeschichte sozusagen ja auch noch zeigen muss. Ja, das kann nicht vorweggenommen werden. Aber da bin ich dann in dem Sinne Hegelianerin wirklich, weil wir so gut darin sind, zu sagen, das muss jetzt heute möglich sein. Dein Verhalten ist diskriminierend, weil das sozusagen dieser Definition entspricht. Und da wünsche ich mir einfach mehr so Sensibilität dafür, dass das Dinge sind, die wir zusammen machen müssen, die wir zusammen lernen müssen, weil wir zusammen Gesellschaft sind und weil wir zusammen in unterschiedlichen Punkten stehen und mit unterschiedlichen Erfahrungen hantieren, die uns allen nicht verfügbar sind. Und wenn wir in einer Emanzipationsbewegung sein wollen, dann müssen wir lernen, das zu respektieren, dass wir das nicht als Performance schaffen können, dass wir mit allen unseren Differenzen heute oder morgen zusammenkommen werden. Das ist bei der Frage von Rassismus, Betroffenheit und Erfahrung halt genau dasselbe. So ein Anspruch, dass es aber doch möglich sein muss, dass weiße und nicht weiße Personen, POC-Personen, Räume immer teilen können müssen, weil das auch sonst dem Antirassismus widerspricht, halte ich für völligen Unsinn. Ich möchte mich gar nicht, POC-Personen möchte ich mich gar nicht aussetzen. Also ich möchte nicht sozusagen die Bürde für die Menschen sein, dass die jetzt auch noch die Performance abliefern sollen, damit ich mich in einem Raum wohlfühlen kann, sondern wo ich denke, wenn Leute sagen, sie brauchen einen Schutzraum für sich, dann glaube ich, das mit meinen Erfahrungen auf einer geschlechtlichen Ebene gut verknüpfen zu können und zu sehen, es ist vielleicht nicht der Moment, zusammen diesen Raum zu betreten. Es ist nicht der Moment für mich, in diesen Raum zu gehen. Und genauso sehe ich das auch bei Fragen von Geschlecht und Sexualität, dass es da Dinge gibt, die wir nicht heute und morgen zusammenführen können, sondern diese Trennung, also die Aufhebung dieser Trennung und was es dafür braucht, psychisch in uns und an uns, das muss erarbeitet werden. Dafür müssen wir zusammen, einen konsensuellen, letztendlich möglichst konsensuellen Weg dafür finden, wie wir das können. Und das muss aber die Zukunft zeigen. Das ist nicht heute erreichbar. Und dass es nicht heute erreichbar ist, ist natürlich insbesondere für transgeschlechtliche Personen etwas sehr Schmerzhaftes. Ja, ich lese hier nochmal, wir haben von Ju einen Beitrag. Ich finde es sehr wichtig, dass du das Verhalten benennst, denn ich weiß von Endo-Cis-Männern, die ebenfalls sehr übergriffige Erfahrungen mit Penisbezug machen mussten. Und stimme dir zu, Xenia, ich sehe die Schwierigkeit und hätte lieber dort einen Fokus, wie wir gut mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Ängsten und Triggern umgehen lernen können. Ja, vielleicht, also weil ich mich da, also einen ganz kleinen Funken dazu berufen fühle, ich habe eine gewisse... Ich mag dieses Vorwegnehmen manchmal schon. Ich finde manchmal die Herausforderung zu sagen, zum Beispiel war ich eben, also mein Beispiel, das mir immer in den Kopf kommt, ich war eingeladen zu einer Lesung der Vagina-Monologe und in dem Text war aber vorgesehen, dass jetzt eine Transfrau spricht. Dementsprechend wurde ich sozusagen als Token da eingeladen und bin dann in einem Raum mit Cis-Frauen, alle, sage ich mal, eher 50 plus. Und fand es so, also, und muss zum Beispiel sagen, dass da, genau dadurch, dass ich dann nur über diesen, ich sag jetzt mal, reinen Sprechakt in diesem Raum saß, plötzlich das für alle ja gar nicht so schwierig war, wie sie sich das gedacht hatten. Und dann gingen die Gespräche über Schwangerschaft und Menstruation und dieses und jenes. Und ich dachte, und ich fühlte mich eigentlich in einer gewissen Weise, bin ja vielleicht ein bisschen zu demütig, aber ich fühlte mich geehrt davon, in einem Raum zu sein und zu merken, genau, das passiert hier. Ich werde als spezifische Person wahrgenommen, nicht als Repräsentant von irgendeiner, das ist das und jenes, sondern, ach ja, wenn du jetzt hier mit uns im Frauenraum sitzen willst, dann machen wir jetzt hier Frauenraum. Und ich finde es, aber ja, diese beiden Achsen zu sehen, wie du sagst, genau, erstmal, auf der einen Achse ist es ganz viel Arbeit und Beziehungsarbeit und Konsensarbeit und auf einer anderen Ebene, und da ist, glaube ich, ein bisschen die queere Stimme in mir, ist es auch ein bisschen manchmal ein Spiel, und weil manchmal wissen wir halt auch gar nicht so genau, was
ne, was suchen wir in einem Raum? Was ist gerade die Erfahrung, die wir bearbeiten wollen? Und da finde ich es, und das ist eben auch das, was ich zum Beispiel in Flinterräumen als sehr empowernd empfunden habe, als dass ich das oft auch als Experimentalraum empfunden habe, wo Leute eigentlich selber erstmal anfangen zu fragen, was heißt das denn jetzt eigentlich? Wir sind in so einem Flinterraum. Und das wiederum schätze ich sehr an diesen, sage ich mal, vorübergehenden und provisorischen Räumen, diese Fragen stellen zu können. Und wie du sagst, es ist, genau, und ich ja, die Analogie mit Rassismus, ich bin mir nicht immer ganz sicher, so, ne, weil die Zugänglichkeit zu, ne, also das merkt man ja auch, die Zugänglichkeit zu Geschlecht ist eben anders gegeben nochmal, als eben die Zugänglichkeit zu, ich werde aufgrund meines Namens oder meiner Hautfarbe diskriminiert. Das ist, da ist beispielsweise, also da, die Erzählungen sind definitiv irgendwie andere, aber ich sehe, aber ich meine, klar, letztlich mit dem, was du sagst, stoße ich natürlich an die Frage, genau, wenn ich sage, ne, ich identifiziere mich als Frau, ich will als solche gesehen werden, dann möchte ich natürlich nicht in einen Raum kommen, wo steht Frauenraum und an der Tür sagt jemand, du siehst aber nicht aus wie eine Frau. Das ist natürlich, wie du sagst, sehr schmerzhaft und ich kann ja auch nicht über mich hinausdenken. Ne? Ich bin verfangen in meiner eigenen Erzählung, in meiner eigenen Subjektivität und die sagt mir halt, genau, bitte kritisiert mich da, wo ich wirklich wo ich nicht konsensuell agiere und nicht da, wo ihr mich als selber wieder identifiziert, so, aber ja. Trotzdem sehe ich auch, und da muss ich auch zustimmen, sehe ich natürlich diese Akte von dem Wunsch, sozusagen durch die Vorwegnahme zu sagen, also ich bin jetzt nicht mehr mein zugeschriebenes Geschlecht, auch den Wunsch, sich dieser Umarbeitung von Erfahrung zu entziehen. Ich kann ihn auch allzu gut verstehen. Am liebsten, genau, hätte ich auch gesagt, guck, jetzt ist vorbei, ich bin kein Mann mehr. Wenn du jetzt sagst, ich räume die Wohnung nicht auf und dann hat das nichts mehr damit zu tun. Ja. So. Und klar, je länger ich darüber arbeite, kann ich das auch, sage ich mal, feinsinniger aufschlüsseln, was ich damit eigentlich meine. Aber in dieser, sage ich mal, sehr kippschaltermäßigen Logik, so funktionieren Entwicklungsprozesse nicht. Also insofern, ja. 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 Diese Entwicklungsprozesse brauchen wir aber. Und deswegen müssen wir auch eine Offenheit dafür in unseren Diskursen bewahren, was im politischen Schlagabtausch unfassbar schwierig ist. Wenn wir uns argumentativ gegen Angriffe zur Wehr setzen müssen, dann müssen wir das mit möglichst geeinter Stimme tun. Dann dürfen wir uns nicht spalten lassen an vielen Stellen. Aber das hat einen Preis. Ne? Das hat eben diesen Preis, dass wir solche Entwicklungsräume schwieriger aufmachen können, schwieriger sprachlich alleine aufrechterhalten können. Meine große Hoffnung wäre, dass mit der Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes, so wie es denn jetzt geplant ist, vielleicht etwas mehr die Möglichkeit ist, solche Räume schaffen zu können und solche Räume mit Differenzen und mit Entwicklungsräumen hantieren zu können und arbeiten zu können, sich austauschen zu können, an denen alle lernen können, an denen alle Beteiligten gute, positive Lernerfahrungen machen können, die es uns ermöglichen, in Zukunft mehr und besser zusammenzukommen. Ich höre dein Bedürfnis und höre, was du sagst. Und wie soll das denn auch anders sein? Also wie solltest du was anderes sagen? Ne? Das liegt ja in der Sache. Und gleichzeitig ist es so schwierig zu vereinbaren mit anderen Bedürfnissen, die nicht einfach durch Reflexion oder Moral mal eben zugänglich und veränderbar sind, weil sie sich, ne, du hast das Wort heute sehr häufig genutzt, weil sie sich vielleicht auf einer letztendlich traumatischen Ebene abspielen, weil sie sich auf präreflexiven Ebenen abspielen, weil sie was mit unserem Unbewussten zu tun haben, mit unserer Sexualität zu tun haben. Mein Wunsch wäre es, ich habe da jetzt keinen politischen Vorschlag für oder so, aber mein Wunsch wäre es, dass es Möglichkeiten gibt, in Zukunft wirklich
Räume zu formulieren, die an bestimmte geschlechtliche Positionierungen geknüpft sind. Und wenn das ein Mittel wird, um bestimmte Gruppen sozusagen tendenziell immer auszuschließen, dann ist das kein politischer, dann ist das natürlich kein politisches Mittel in meinem Sinne. Ja? Aber wenn das etwas ist, um genau das Gegenteil zu erreichen, nämlich ein Aufeinanderzubewegen zu ermöglichen, nämlich langsam und unter Wahrung von mehr Sicherheitsbedürfnissen, die Menschen zu Recht haben im Patriarchat, im kapitalistischen Patriarchat, weil wir eine zutiefst gewalttätige Gesellschaft sind. Und Menschen in der Emanzipationsbewegung wollen sich vor Gewalt schützen. Wenn wir das dadurch schaffen können, mehr zueinander zu finden, dann würde mein Herz aufgehen. Also das ist, was ich von der transgeschlechtlichen Bewegung auch mir wünsche. Und genauso gut von der feministischen Bewegung, beziehungsweise all den Differenzen, die es darin gibt. Also wenn wir jetzt über so Gender-Critical-Quatsch reden oder so, dann habe ich da nicht mal feministisches Bedürfnis, sondern ich eher das Bedürfnis, dass sie aufhören, das F-Wort dafür zu benutzen. Aber genau, das wäre mein Wunsch, dass wir so in Zukunft zusammenfinden können in den Räumen und diese Räume anders und neu gestalten können. Ja, ich kann mich dem Wunsch auf jeden Fall anschließen. Jetzt kommt, wir haben eine kurze Zwischenfrage hier von Ju. Wir kommen auch gleich dann vielleicht zum Abschluss. Genau, da war die Frage, welche Regeln wir für diesen Raum vereinbart haben. Die Regel war, ist sehr einfach. Wir versuchen, es offen zu halten. Sobald du also eine Frage hast, übergeben wir dir gerne sofort das Wort. Wir hören dich noch nicht, glaube ich. Ah, okay. Ja, ich würde jetzt einmal auf jeden Fall in die Runde fragen, ob ihr dazu Gedanken und Kommentare habt oder auch Feedback, Rückmeldungen. Genau, weil diese Talks gehen ja auch weiter. Vielleicht lassen sich auch Aspekte nochmal aufgreifen. Oder vielleicht habt ihr irgendwelche Eindrücke, die ihr mitteilen wollt. Oder Kritik. Ja, oder starke Ablehnung oder grandioses Unverständnis. Provokante Aversion. Lobhudelei, wir nehmen alles, aber naja, ich will euch nichts forcieren. Ich kann auch fröhlich einfach winken. Genau, dann von meiner Seite, ich sehe den Grundsatz. Oh, habe ich da was gehört? Nein. Also ich sehe auf jeden Fall, ich glaube, darin sind wir uns auf jeden Fall, also da gehe ich mit Jäger absolut auch überein, genau die. Es ist viel Arbeit und es ist ein Prozess und es geht, ne, also und da bleibe ich, sag mal, immer manchmal ein bisschen holistisch in dem Sinne, als ich dann denke, genau, die Verstetigung von Zugeschriebenheit und gesellschaftlichen Zuständen kann nie das Ziel emanzipatorischer Bewegung sein. Genau, es ist alles, ne, genau, wenn wir das, den Eindruck haben, das Gefühl, die Absicht, durch Ein- und Ausschlüsse, durch die Konfiguration von Räumen, dem näher zu kommen, dann bin ich immer total erfreut, wenn es sozusagen darum geht, das zu verfestigen, was uns an uns angerichtet wurde, dann landen wir letztlich in etwas, was ich konservativ nennen würde. Und das ist nun das Gegenteil zumindest von dem, was ich möchte. Also wenn ich irgendwas nicht bin, dann konservativ, also diese Verhältnisse geben da nicht so viel für her, was ich jetzt daran unbedingt bewahren wollen würde, insbesondere nicht an den Herrschaftsbeziehungen. Und ja, ich würde, wenn keine weitere Rückmeldung kommt, würde ich das Gespräch an dieser Stelle beenden. Okay, wir haben noch einen Dankesgruß von Norman, Anja. Ich fand es schön, euch hier kennenzulernen. Vielen Dank für den Input und die vielen Aspekte, die ich auch dazulernen konnte, und danke, dass ich auch meine Perspektive einbringen konnte. Sorry wegen technischer Unzulänglichkeiten. So, jetzt sehe ich, eine Meldung. Ja, Shenai hat die Hand gehoben. Ja, ich wollte eigentlich auch vor allem Danke sagen für das tolle Gespräch. Ich habe einiges gelernt. Ich brauche meine Zeit, um eigene Gedanken zu formulieren und Fragen irgendwie, die in mir aufkommen. Also
habe ich gerade leider noch nichts, aber ich wollte trotzdem Danke sagen. Danke. Ja. Willst du auch? Ja. Ich wollte auch nur sagen, ich fand es voll spannend und ja, danke. Und ich, es war aber auch so viel, dass ich jetzt auch gar nicht wüsste, wo ich zu was Einzelnen noch schnell irgendwie was sagen sollte. Aber ich, genau, viel, viel spannende Sachen. Thank you. Ja, hier kommt noch eine Frage an Jeja. Kannst du vielleicht wiederholen, wie hast du vorhin die Verbindung hergestellt zwischen Körpern beim Kampfsport und medizinische Versorgung? Ja, das war ein bisschen die absolute Abkürzung. Ne? Ich meine, dass ich hatte ja diese Kampfsportbeispiele genannt, ne, wenn wir Kickboxen sind oder wenn wir zum Beispiel so einen Bodenkampf machen oder so, also wir uns körperlich sehr nahe sind. Da sind ja zum Beispiel Berührungen mit Penissen zum Beispiel etwas, was dann einfach sozusagen zum ständig passiert, ja. Und da geraten wir in eine Widerspruchssituation, die schwierig aufzulösen ist, weil für manche Personen in Flinterräumen diese Berührungen aufgrund ihrer geschlechtlichen Situiertheit, und das sind ja feministische Räume, wir wollen ja geschlechtliche Emanzipation, solche Berührungen nicht erträglich sind oder gegebenenfalls auch traumatisch sind. Und das hängt natürlich nicht an dem Verhalten der Person, sondern das hängt an dem Körper der Person und das hängt an den Gefühlen und der symbolischen Aufladung dieser Körperteile, die nicht verfügbar sind für uns. Ja, das ist der eine Punkt. Dieser Widerspruch ist da an der Stelle so schwer aufzulösen. Und das Zweite, was ich dann mit den operativen, mit den medizinischen Maßnahmen meinte, ist, dass im Zuge dieses Selbstbestimmungsgesetzes reden wir gerade ganz viel über Selbstbestimmung, über das juristische Geschlecht. Und der medizinische Aspekt ist von den Ministerien rausgekickt worden vor kurzem. Und da gab zum Beispiel die DGTI, die Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtliche Menschen zum Beispiel, haben das meiner Meinung nach nicht klar genug kritisiert, dass dieser Aspekt der Selbstbestimmung darüber, welche medizinischen Maßnahmen nötig sind, um mein persönliches Leiden abzuschaffen, abzustellen an der Stelle, meine Dysphorie abzustellen. Das ist so ein wichtiger Aspekt an der Stelle. Und es ist ein wichtiger Aspekt dafür, dass transgeschlechtliche Personen, binäre und nicht-binäre Personen, gute Erfahrungen in Räumen machen können, Selbstsicherheit haben können und dass sie auch sie selber sein können, als diejenigen gelesen werden können, die sie sind. Und solange wir das aber nicht haben, werden Räume auch Schwierigkeiten haben. Also Räume, die ich mir vorgestellt habe, mit mehr Differenzen, die wir aufmachen können. Das war der Gedanke, den ich hatte. Also sozusagen medizinische Selbstbestimmung führt dazu, dass wir mehr sein können als die, die wir uns als transgeschlechtliche Personen empfinden und die wir sind. Und das wiederum kann zu besseren Begegnungen führen, auch zu besseren körperlichen Begegnungen, präverbalen Begegnungen, die Teil von unserem menschlichen Miteinander sind. Das war meine These. Okay, danke. Ich finde es tatsächlich, es hakt es da bei mir noch irgendwie an einem Punkt. Also, wenn ich die zusammensetze, weil ich einfach genug transfeminine oder auch nicht-binäre Personen kenne, die kein Bedürfnis haben, neben vielleicht irgendwie anderen Sachen, aber jetzt tatsächlich an dem Vorhandensein des Penis etwas zu ändern. Und dann hätte ich ja den noch immer in diesen Begegnungen beim Kampfsport. Also ich habe mal irgendwie diesen Bodenkampf, glaube ich, in der Schule, in der AG gemacht oder so. Mir ist das da tatsächlich noch nie aufgefallen, aber das kann natürlich auch immer ein bisschen abhängig sein, vielleicht von Begegnungen, wo der Fokus oder so von jeweils ist und welche Erfahrungen vielleicht Menschen vorher gemacht haben. Weil sonst klingt es so von, vielleicht formuliert von, ja, alle Personen sozusagen, Endversion ist, dass keine Person mehr einen Penis hat oder so. Das ist ja nicht da, wo wir irgendwie hinwollen. Nein. Aber so ein bisschen ist das, ja. Klingt das, wenn du sagst, so, ja, mit Zugang zu medizinischen Maßnahmen, wir können alle sein, wer wir wollen, und dann haben wir diese Probleme in den Räumen nicht mehr, weil da kommen wir irgendwie nicht weg.
Nein, das wollte ich nicht, das war nicht der Punkt, um Gottes Willen. Und der Punkt ist ganz bestimmt nicht, dass jetzt irgendwie alle Penisse weg müssen oder so und dann ist das Problem gelöst. Mir ging es darum, also ich habe diesen Widerspruch eben dargestellt zwischen, wie es für unterschiedlich positionierte Menschen in unserer Gesellschaft unmöglich, unterschiedlich positionierte Flinterpersonen in unserer Gesellschaft unmöglich sein kann, so einen Raum miteinander zu teilen. Und um ja, also was ich abzuschwächen für Personen, die sich medizinische Maßnahmen wünschen, aber sie nicht bekommen in unserer Gesellschaft. Das sind ja um Gottes Willen nicht alle, das hast du völlig recht. Darum ging es mir nur. Nee, also das habe ich auch rausgehört und stimme dir zu, dass definitiv, wenn wir alle leichter dazu Zugang hätten, wie wir wollen, dass wir dadurch einfach nochmal eine größere Diversität auch an Körpern an sich in allen Räumen hätten. Ja. Ich glaube, das endet hier, aber ich würde auch an der Frage der Unverfügbarkeit manchmal herumkratzen, weil das ist ein eigenes Thema, natürlich auch diese Penisfrage, ne? Also auch dann, ich sag mal stichwortartig zwischen von Phallus zu Penis zu Biodildo, um mal so das Spektrum dessen zu denken. Also ich sag mal, das ist für mich auf jeden Fall ein sehr interessanter Erfahrungsprozess und halte ich insbesondere für alle Menschen mit Penis für sehr wichtig, einen Versuch zu machen, das aus der patriarchalen Norm, soweit es geht, erfahrungsgemäß abzulösen, weil das, und da komme ich auf jeden Fall auf das zurück, was du auch anfangs über die Zurichtung gesagt hast, nämlich die Zurichtung als Penismensch, ein Phallusmensch zu sein, um das mal so stichwortartig zu sagen, nämlich das heißt auch die herrschaftliche Verwendung dieses Objekts mitzudenken, ist ja, sag ich mal, im Bereich der Sexualität ganz schlecht für alle und eben auch für die, die den Penis selbst haben, weil dadurch eben der Körper auch eine dissoziative Erfahrung zur eigenen Geschlechtlichkeit hergestellt wird, weil es eben als Herrschaftsinstrument verstanden wird. Also da, ich sag mal, das ist, ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, was mich weiter auch interessiert, genau, was ist uns da eigentlich genau unverfügbar, weil das ist sehr spannend für mich zumindest in meiner eigenen Auseinandersetzung zu sehen, genau, an welcher Stelle lassen sich Sachen, genau, wie weit kann ich Sachen wirklich auch performativ dekonstruieren und ab wann setzt sozusagen diese Schranke ein, wo ich sagen muss, ab hier, genau, müssen wir in einen gemeinsamen Erfahrungsprozess gehen. Also, ja, das ist, aber super, danke, dass du nochmal nachgefragt hast, du. Also, fand ich auch sehr interessant. Ja, okay, ja. Ich finde es spannend. Normalerweise, wenn irgendwie so das Thema aufkommt, versuche ich das zu vermeiden, weil ich finde, dass meistens in einem echt sehr transfeindlichen Kontext ist. Und ich glaube, ich würde mir da einfach, glaube ich, Räume wünschen, weiß nicht, vielleicht für Transpersonen explizit zum Austauschen und dass das irgendwie mehr Raum einnimmt als wirklich diese fürchterlichen, gewaltvollen Sachen. Also normalerweise, wenn das irgendwie so fällt oder das Wort irgendwie in das Frage, bin ich so, okay, ich hau am besten so schnell wie möglich ab. Ja, ich auch. Absolut, absolut. Und daraus war das Bedürfnis entstanden, dass wir über solche Themen hier heute Abend nochmal anders sprechen können, sozusagen. Das ist die Kehrseite davon, zumindest in unserer Idee oder in unserer Wunschvorstellung von Xenia und mir gewesen. Ja. Und es braucht es mehr solche Räume. Die Bedeutung von Penissen, die Gefühle zu Penissen, das müssen wir diskutieren und auch dekonstruieren an der Stelle. Also da bin ich auch mit dem Wort sehr einverstanden. Ja, und ich glaube, ja, es könnte hier noch wirklich viel weitergehen, weil genau das haben wir auch vorher schon besprochen. Die Frage zwischen einer Heilung, Trauma und revolutionärer, emanzipatorischer Bewegung ist da. Es sind sehr viele Sachen, die wir besprechen müssen und bearbeiten müssen. Und ich glaube, das ist auch alles, genau, und deswegen fand ich auch dieses Gespräch wichtig, weil genau, es ist gerade diese feindselige Umgebung, die es uns verunmöglicht, über diese Erfahrung überhaupt zu sprechen. Und ich kann nur für mich sagen, ich
Na, das ist, ich sage mal, das ist im Stichwort das, wenn Leute zu mir sagen, ich bin nicht transphob, dann sage ich, ich bin das selber. Das ist dann immer, das ist auch ein Teil dieses Themas. So, ich, es ist halt nicht zu Ende. Nur indem ich, ne, ich kann mich davon abgrenzen, beziehungspraktisch, räumlich, aber ich kann mich nicht davon abgrenzen, was sozusagen ständig reproduziert wird in dieser Gesellschaft und auf mich einwirkt. Und ja, ich sehe keinen Ausweg auf die Insel. Ich sehe mich weiterhin diesen Verhältnissen ausgestellt. Und deswegen, genau, solange die Kraft reicht, und dann fahre ich auf die Transpride und alles ist wunderbar. Und ich freue mich sehr, dass es diese Räume gibt. Und dann gehe ich zurück auf meinen Marktplatz und denke, aha, da haben wir das gesellschaftliche Spektrum von Diskriminierung und auch in all ihrer unspezifischen Art. Und deswegen, wir bleiben dran und vielleicht setzen wir dieses Gespräch ja irgendwie nochmal fort. Wir haben ja schon ein bisschen überzogen. Deswegen, ich danke euch, wie gesagt, herzlich fürs Dabeisein und ich danke dir für die Einladung und darüber, dass wir hier über diese Dinge auch sprechen konnten.